Hallo Waldmann Zeil, herzlich willkommen zur neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. Heute gibt es auf diesem Kanal wirklich was richtig Besonderes. Und zwar machen wir heute Brumftrute vom Helgoländer Rothirsch. Also das ist eine absolute Delikatesse, eine Rarität, was ihr so an Wildspezialitäten bekommt. Das Ganze mit einer roten Paprikasoße, passend zu den roten Felsen auf Helgoland. So, da habe ich jetzt einmal die Brumftrute. Das seht ihr, das ist schieres Muskelfleisch. Und das, was ihr hier seht, das ist noch ein Teil von der Harnröhre. Die müssen wir gleich ordentlich rauspräparieren, weil die ist erstens zäh und zweitens macht sie einen unangenehmen Beigeschmack. Also die müsst ihr auf jeden Fall rausmachen. Außerdem das, was hier so an Häuten noch drauf ist, ja, damit das auch richtig straff funktioniert bei der Brumft, das müsst ihr auch noch schön abpräparieren. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch in dieser Folge. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Ja, die Soße, die ist ganz einfach gemacht, aber was viel komplizierter ist, ist die Zubereitung der Brumftrute. Also ihr habt einmal hier die Brumftrute und jetzt muss ganz vorsichtig da die Harnröhre rauspräpariert werden. Dazu schneiden wir einmal an der Seite hier ein und wichtig ist, dass man hier genau die Mitte trifft und hier sieht man das schon. Ja, da gehen wir jetzt vorsichtig lang. Und ziehen jetzt hier wirklich diese, ja, das ist so eine Art fadenförmige Struktur. Und ziehen die hier vorsichtig raus. Also das ist wirklich ganz wichtig, ansonsten schmeckt es halt komisch. Wichtig ist, das war hier ein junger Hirsch, natürlich nicht so ein alter, brünftiger, sondern... Apropos Hirsch und Helgoland, sag mal, ich wusste gar nicht, dass auf Helgoland Hirsche... Ja, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Bis ich dann irgendwann auf Helgoland im Studium den Helgoländer Förster getroffen habe. Kai Uwe heißt der, glaube ich. Und dieser Kai Uwe hatte mir das erzählt. Also es gibt tatsächlich ein kleines Rudel auf der Insel. Und das Rudel wurde 1952, am 1. März 1952, das packen wir zur Seite, das brauchen wir nicht, wurde dieses Rudel feierlich übergeben an den Helgoländer Bürgermeister, weil dort wurde ja Helgoland wieder an die Bundesrepublik Deutschland wieder übereignet. Viele wissen das nicht. Helgoland war besetzt von den Briten. Es gab dort Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die wurden dann tatsächlich auch gesprengt. Und man wollte Helgoland lange als Militärstützpunkt erhalten für die alliierten Mächte. Und das gab natürlich Widerstand in der Bevölkerung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Zum Dank von dieser Übereignung gab es ein schottisches Hochland-Hirschrudel, was dort angesiedelt wurde. Und jetzt, also viele Leute fragen sich, die schon mal auf Helgoland gewesen sind, warum sieht man das Rotwild eigentlich nicht? Man sieht da ja nur Vögel, die Steilküste, die lange Anna. Und das hat tatsächlich was damit zu tun, dass der Kai Uwe, der Förster, mir erklärt, dass das Rotwild, um es eben nicht zu sehr zu beunruhigen, tagsüber vom Hochland ins Unterland getrieben wird. Dort wird es eingegattert und wird dann nur nachts, wenn die Touristen also nicht mehr auf der Insel sind, dann wieder auf die Flächen gelassen. Also klingt plausibel, ja, fand ich auch sehr spannend. Ja, und ich habe jetzt so ein seltenes Stück hier bekommen. Jetzt müssen wir natürlich noch diese ganzen Häute hier abpräparieren. Das ist also ganz wichtig, die müssen runter, dass wir ein schönes Stück Fleisch hier bekommen. Es ist, das muss ich wirklich sagen, eine sehr ungewöhnliche Delikatesse, aber ich habe mir sagen lassen, das soll wirklich sehr lecker sein. Und das müsst ihr wirklich großzügig machen. Wer weiß, wo das überall schon drin gesteckt hat. So, auch hier, das ist so eigentlich so ähnlich wie, fast so ein bisschen wie beim Filet, ne? Also beim Rückenfilet. Aber man merkt das schon, das Fleisch hat eine ganz andere Struktur. Da muss ja halt auch Blut rein. So, also hier vorsichtig runterziehen. Man soll das so großzügig machen. Deswegen ist das auch einfach so unglaublich teuer, diese Brumftrute. Weil das gibt es natürlich am Hirsch nur einmal. Und wenn ab, ist ab. Ja, und wichtig ist halt, also man darf natürlich das wirklich nur von ganz jungen Stücken nehmen. So. Ich würde sagen, die Brumftrute ist vorbereitet. Die Harnröhre, die haben wir hier schön rausgetrennt. Das ist so ein bisschen so wie bei, na, das machen wir auch noch weg. Das ist etwas faseriger Material hier.
schneiden das einfach mal hier schön ab. So, da kann man zum Beispiel Gehacktes draus machen. Wäre vielleicht mal eine Idee für ein neues Video. Gut. So, das werden wir jetzt ein bisschen vorbereiten. Also damit das auch, also soll einen sehr delikaten Geschmack haben, damit wir den auch nicht übertünchen. Kommt da jetzt einfach nur ein bisschen Salz drauf. So, das war's. Und ein kleines bisschen Öl. Das lassen wir einen kleinen Moment einziehen. Verreiben das einmal und lassen das einen Moment hier liegen. Und ganz wichtig, jetzt kümmern wir uns einmal um die Soße. Also wir kümmern uns jetzt einmal um die Soße. Die sollte natürlich schon fertig sein, weil das Fleisch braucht, kurz gebraten, nur ein paar Minuten auf dem Grill. 2 Minuten rechts, 2 Minuten links. Bisschen nachziehen lassen und dann wird das eine super leckere Sache. Ja, wir setzen uns jetzt hier einen Topf auf. Da rein kommt ein kleines bisschen Öl. Dann geben wir direkt hier unseren Knoblauch rein, damit der schön sein Aroma abgeben kann, und schwitzen den Knoblauch ein bisschen an. Der darf ruhig ein bisschen Farbe nehmen. Das ist also kein Problem. Und dann geht es mit den anderen Zutaten weiter. Wie wird denn der Hirsch eigentlich gejagt auf Helgoland? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das habe ich den Kai Uwe auch gefragt. Also es gibt einige spezielle Jagdreiseunternehmen, die das anbieten, also die dort sozusagen die Lizenzen kaufen. Muss man sich einfach mal erkundigen. Und da ist es tatsächlich so, dass dort die Insel, die ist ja touristisch sehr stark erschlossen, die wird 2 Tage oder 3 Tage gesperrt für Touristen. Und dann wird auf dem Oberland eine kleine Drückjacht veranstaltet. Ja. Und dabei werden dann halt einige wenige Exemplare erlegt. Und dann eben zu diesem besonderen Helgoländer Rotwildfleisch, das ist auch eine auch eingetragene Marke, dann verarbeitet. So, der Knoblauch, der ist jetzt dabei, so ein bisschen anzuschwitzen. Jetzt geben wir da direkt auch schon so Zwiebeln zu. Wenn wir mal die Grillzange hier nehmen, dass wir es so ein bisschen gleich auch verrühren können. So, die schwitzen wir jetzt auch ein bisschen mit an. Und ein wenig Paprika. Und das könnt ihr ruhig in einen Topf reinmachen, wird da hinterher eine Soße raus. So, wenn das erledigt ist, dann können wir jetzt unser Fleisch einmal vorbereiten. Der sollte gut vorgeheizt sein und dann den Deckel nicht schließen, sondern das Ganze schön scharf anbraten und dann geht es zum Nachgaren einmal auf die Seite, weil man muss, also es ist wirklich natürlich ein sehr empfindliches Stück Fleisch, war ja auch ein empfindliches Körperteil und man muss das wirklich auch mit sehr viel Vorsicht behandeln. Also es riecht schon wirklich hervorragend, das ist absolut, wird absolut lecker, das weiß ich jetzt schon. Okay, 2 Minuten sind um. Wir versuchen es mal vorsichtig zu lösen und jetzt zack, ah, guckt euch das mal an. Ein wunderschönes Branding, wie man so schön sagt. Da bleibt jetzt auch 2 Minuten liegen. Und dann drehen wir es noch mal ganz kurz. Wie ist denn der Kilopreis von so einem Hirsch? Also ich kann mir vorstellen, dass das ja so selten ist. Also der Kilopreis vom Helgoländer Rotwild liegt tatsächlich so bei dem von Kobe Beef. Ne? Da kommt es natürlich auf die Qualitätsstufen an, wie alt ist der Hirsch, ja, und vor allem was für ein Stück ist es. Also Brumpfrute ist natürlich extrem teuer und ich meine, der liegt bei 500-600 €. Ich habe das jetzt auch nur geschenkt bekommen, ja, und ja, einfach um es hier mal zu probieren und auf diesem Kanal zu präsentieren. Ich bin auch echt gespannt, wie es schmeckt. Es soll, also der Kai Uwe, der Förster, hatte mir gesagt, dass es wirklich sensationell ist. Weiter geht's hier mit unserer Soße. Also für das tolle Aroma geben wir jetzt ein ganz bisschen Tafelessig rein. Gar nicht viel. Das sind, glaube ich, nur 2 Esslöffel. Und dann haben wir unsere Gewürzmischung. Die kommt hier auch mit rein. Also ein bisschen Zucker, Paprika für die Schärfe. Und das lassen wir auch ein bisschen mit anschwitzen. Also gar nicht so viel. Die Soße, das Soßenrezept, das könnt ihr auch 1:1, ich sag mal, für einen Wildschweinschnitzel benutzen. Das ist halt so eine klassische Paprikasoße. Oder für ein Rehfilet? Für ein Rehfilet geht natürlich auch super. Oder Rehrücken, ja. Also dafür, das geht auch. So, jetzt gehen hier unsere passierten Tomaten rein. Und jetzt lassen wir das einfach ganz locker
So, ein paar Minuten kochen. Jetzt müssen wir noch anrichten. Also hier seht ihr jetzt die Brumpftrute. Also hier war die Hahnröhre drin. Und ja, man muss wirklich sagen, also es riecht fantastisch. Auch von der Garstufe her passt das, glaube ich, perfekt. Jetzt werde ich mir mal hier schön drei von diesen Tranchen hier runterschneiden. Und das ist wirklich sensationell. Mmh. Herrlich. Jetzt kommt hier ein bisschen was von meiner Paprikasoße. Auf den Teller. Da setze ich jetzt vorsichtig dieses sensationelle Fleisch drauf. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Dekoration. Und ich habe hier schön mit Olivenöl angeröstet Baguette. So, jetzt probieren wir einfach mal. Also, erste Brumpftrute im Leben. Hoden, also Kurzwildbret vom Rehbock, haben wir ja schon mal gegessen. Das war jetzt nicht unangenehm. Also, es ist sehr lecker. Es ist auf jeden Fall zart. Es hat aber einen ganz komischen Beigeschmack. Es schmeckt irgendwie nach mehr. Also, nein, es ist wirklich hervorragend. Ganz toll. Auch mit der Soße. Ich würde sagen, der Garpunkt ist auch perfekt getroffen. Also, ich möchte einfach sagen, das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Brumpftrute vom Helgoländer Rotwild. Versucht ranzukommen, es ist wirklich schwierig. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes neues Jagdjahr 2023/24. Viel Weidmannsheil, bleibt mir treu. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da, irgendwo hier oben oder da unten. Einen Daumen nach oben, freundlichen Kommentar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das hat damit was zu tun, dass man das Rotwild nicht verschrecken will. Das wird tagsüber immer von dem Förster vom Hochland runtergetrieben und wird dann eingegattert. Wo können wir einen Schnitt machen? Die Story ist gut. Jetzt musst du aufhören zu lachen. Okay, nochmal. April, April, wir hatten hier eine Menge Spaß und ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet auf jeden Fall drauf reinfallen, das merkt man dann an den Kommentaren. Ich verlinke euch jetzt hier nochmal mein Fuchsvideo aus dem letzten Jahr. Wir haben natürlich letztes Jahr keinen Fuchs gemacht, sondern einen Feldhasen und heute war es natürlich auch keine Brumpftrute, Pfui Deiwel, sowas Ekliges, sondern es war natürlich ein Reh aus dem heimischen Revier und zwar genauer gesagt ein Rehrücken. Der war super oder ist super lecker. Wir werden jetzt gleich essen. Nochmal der Appell, wenn euch dieser Kanal gefällt, lasst mir gerne einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben, ein Abo und ja, denkt immer dran, ein bisschen Spaß muss sein. In diesem Sinne, macht's gut, Weidmannsheil.